Im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh in Jaunpur sind 271 pfingstkirchliche Christen wegen angeblicher Verbreitung von Lügen über den Hinduismus angeklagt worden. Sie sollen außerdem Hindus unter Drogen gesetzt haben, damit sie Christen werden. Das meldet die Nachrichtenagentur UCA News. Wie der Sprecher der christlichen Menschenrechtsorganisation ADF International, Andreas Thonhauser, der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA sagte, sind die Vorwürfe falsch. Üble Verleumdungen gegen Christen und andere religiöse Minderheiten beobachten wir in zunehmendem Maße. Seit die hindu-nationalistische Partei BJP 2014 in Indien an die Macht kam, nimmt auch die Gewalt gegen religiöse Minderheiten durch Hindu-Extremisten zu. Unter dem Motto Abtreibung, der Schmerz danach, fand am 16. September in der schweizerischen Hauptstadt Bern zum 9. Mal die Lebensrechtskundgebung Marsch fürs Leben statt. Zuvor hatten linksautonome Aktivisten dazu aufgerufen, die friedliche Versammlung auf dem Bundesplatz zu stören. Das konnte die Polizei verhindern. Die Nationalrätin Andrea Geisbühler erinnerte vor rund 1500 Besuchern an die etwa 10.000 Abtreibungen pro Jahr in der Schweiz. Sie forderte eine verantwortlich gelebte Sexualität. Vertrauensvolle Beziehungen könnten auch die Abtreibungsraten senken. Am 22. September werden in Berlin 1000 Teilnehmer zum Marsch für das Leben erwartet. Er steht unter dem Motto: Menschenwürde ist unantastbar, ja zu jedem Kind, Selektion und Abtreibung beenden, und will ein Zeichen für den Schutz des ungeborenen Lebens setzen. Was wäre, wenn Gott unser Kunde ist? Es muss uns gelingen, Anwendungen zu entwickeln, die Gott in der Welt sehen möchte. Das sagte Christopher Lim, Softwareentwickler und ehemaliger Programmierer beim Internetversandhandel Amazon, bei der ersten Gott-Digital-Konferenz in Darmstadt. Er war der Hauptredner des Netzwerktreffens für IT-Spezialisten und Vertreter christlicher Organisationen. Laut Lim nutze Gott die Digitalisierung, um Christen miteinander zu verbinden und mit ihren Gaben den Leib Christi weiter aufzubauen. Ich glaube, dass die Digitalisierung ein Geschenk von Gott ist, das der Kirche helfen soll, ihre Bestimmung, wie sie in der Bibel steht, zu erfüllen. Und dass die Kirche wie eine spirituelle Cloud oder Infrastruktur ist, durch die die Gläubigen ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten nutzen können, um die Verbreitung des Evangeliums zu beschleunigen. Laut dem Informatiker und Initiator der Konferenz, Guido Falkenberg, verändert die Digitalisierung alle Lebensbereiche in rasanter Weise. Niemand könne sich dieser Entwicklung entziehen. Unter dem Hintergrund, dass Digitalisierung alle unsere Lebensbereiche beeinflusst, ist die große Frage: Schauen wir als Christen zu oder können wir uns, sag ich mal, der Möglichkeiten der Digitalisierung aneignen und dort auch dann wiederum prägen? Auf der Konferenz wurden vor allem Digitalprojekte aus dem deutschsprachigen Raum vorgestellt und 170 Besucher nahmen an der Gott Digital teil.